Ja, hallo, hier ist wieder der Chrissy. Hier, wie ihr seht, habe ich wieder 180 von 180 Holz, 180 von 180 Stein und 180 von 180 Erz. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass ich das jetzt habe, denn ich habe eine Burg angegriffen und davon habe ich dann auch viel gekriegt. Hier mein letzter Transportbericht, der hat mir nämlich 180 von allem gegeben. Also es ist schon viel für den Anfang, weil jetzt habe ich ja auch alles. Und jetzt kann man wieder ausbauen. Hier, jetzt seht ihr, ich habe drei Sachen jetzt als Ausbaustufe 3. Und jetzt, also Holzfäller, Steinbruch und Erzmühle habe ich auf Ausbaustufe 3. Und jetzt tue ich noch die Holzlager und Steinlager auf Stufe 3 machen. Und weil man ja immer nur zwei gleichzeitig machen kann, mache ich dann nachher noch ein Erzlager auf Ausbaustufe 3. Also. Und die Einheiten, die sind eigentlich gleich geblieben, bloß weil ich die Burg angegriffen habe, die Freiburg, habe ich einen Speerträger verloren. Und deswegen gehe ich jetzt zur Wehranlage und hole mir zwei Speerträger, weil ich muss Rohstoffe sparen. Und ich guck mal in unser Bündnis rein. Also wir suchen auch neue Member. Unser Bündnis heißt Atricus. Also ihr könnt mich auch mal anschreiben. Ihr wisst ja, wie ich heiße. Hier oben steht es auch. Hier Lord Crusade. Vielleicht ist es ein bisschen Schnörkelschrift, aber sonst eigentlich nichts. Ihr könnt auch auf irgendeine Burg klicken oder halt rumscrollen auf der Map und auf eine Burg klicken und gucken, ob der Bündnis, unser Bündnis drin ist. Und dann könnt ihr gucken, ob ihr den anschreiben könnt. Der soll mal schreiben, dass der ihn einladen soll. Ich kann euch auch einladen. Und ja, wie ihr seht, unser Höchster, der hat bis jetzt 159 Punkte und ist in der Welt, in der Rangliste 90, also Position 90. Ich suche mich kurz. Ich bin schon weiter unten, weil ich noch nicht so viele Punkte habe. Und zwar bin ich das geht schwer zu finden. Da, hier. Neue Wochen. Wo bin ich denn? Ja, ich muss einfach kurz auf Map gucken. Ja, wenn ihr auf Map guckt, dann findet ihr hier eine Burg und ich habe 22 Punkte, also werde ich wahrscheinlich da, wo alle 22 Punkte stehen. Also. Hier seht ihr die Punkte. Also ich scroll mal runter. 22. Hier. Lord Crusade. Also ich habe hier ganz normal geschrieben, also könnt ihr mich anschreiben. Ich bin Position 12.803. Jetzt seht ihr mal, wie gut der schon ist. Also obwohl er erst zu wenig Punkte hat, weil der Server ja gerade eben erst rausgekommen ist. Also ihr könnt es schnell gut werden, weil es sind noch nicht sehr gute Karrieren und ich wurde auch gleich am Anfang in das Bündnis eingeladen und das ist ja jetzt schon Platz 5, also das ist sehr gut. Und dann können wir mal wieder gucken, ob wir schon fertig gebaut haben, zumindest 1. Der Gebäude. Ja, 1 ist fertig, dann können wir wieder das Erzlager machen, dann habe ich alles, wenn bis oben die beiden fertig sind, habe ich alles auf Stufe 3 dann hier unten abholz. Und das ist dann gut, weil hier oben seht ihr auch das Lager und hier habe ich ja das Lager als einziges gerade eben auf Stufe 3 ausgebaut und jetzt kann es schon 252 Holz fassen und die beiden noch 180, aber bald wird es dann auch noch anders werden. Ja, also ich mache kurz eine Pause und tue fortfahren, wenn die beiden Sachen ausgebaut sind. Bis gleich.
gleich. Also hier bin ich wieder und mein Steinlager ist auch schon fertig. Und ich gucke hier nochmal auf die Map. Ihr seht, dass ich gestiegen bin. Vorher hatte ich 22, jetzt habe ich 24. Und ihr werdet jetzt immer mehr Punkte kriegen, wenn ihr mehr ausbaut. Und ja, hier sind überall freie Bullen. Und ich greife einfach mal die hier an. Ihr seht, freie Burg hat freie Ritter, nur freie Ritter. Hier oben seht ihr, wie die Burg hat heißt. Freie Burg 35297. Jede freie Burg hat eine Nummer. Und ich kann entweder angreifen und Spion senden. Spion senden kann man bloß, wenn man Kupfer schickt. Und Spione werden so abgewehrt. Also, wenn ihr jetzt einen Spion mit einem Kupfer zu einer Burg schickt, aber die Burg hat in ihrem Speicher jetzt ein Kupfer oder zwei, wenn die Burg in ihrem Speicher noch ein Kupfer hat, dann wird euer Spion geschnappt. Wenn ihr zwei Kupfer hat, die Burg, die Freiburg, dann wird euer Spion geschnappt und die Freiburg verliert halt ein Silber. Und wenn ihr zum Beispiel 1001 oder 1001 Silber, 1001 Kupfer zu einer Burg hinschickt, die nur 1000 in ihrem Lager hat, dann wird euer Spion nicht gefasst. Und in einem Lager, wenn es auf volle Ausbaustufe ist, kann man hier höchstens 10.000 haben. Weil du also 10.000 zu einer Burg schickst, zum Beispiel zu einer von den anderen Spielern, weil zu einer freien Burg lohnt sich's nicht, zu einer der anderen Spieler, wo richtig viele Punkte hat, dann kann man 10.000 davon schicken und dann kann man wenn es dann ankommt und der 10.000 hat, dann werden alle 10.000 von dem halt gelöscht. Oder wenn er weniger hat, dann spioniert er aus. Aber wenn ihr dann noch, wenn dann das von ihm gelöscht ist, dann hat er 0 Kupfer, dann könnt ihr einen Spion mit einem Kupfer nachschicken und der spioniert dann für euch aus. Das ist auch eine gute Taktik. Ja, also ich habe hier eine Nachricht. Also, ich gehe mal wieder auf meine Burg und guck. Hier ist ein Erzlager in 7 Sekunden fertig. Und dann kann ich wieder ausbauen. Und bitte kommentieren und bitte liken meine Videos, weil das ist jetzt mein zweites Video und ich, wenn ihr dann nicht liked, dann, wenn ihr dann nicht kommentiert, dann weiß ich ja nicht, was ich besser machen kann oder so. Das Gebäude konnte nicht ausgebaut werden. Ah, ist egal. Jetzt muss. Ah, das ist ja noch Ausbaustufe. Ja. Jetzt muss ich wieder Steinbruch aufbauen. Ihr seht, dass es immer weniger wird. Und wenn ihr etwas ausbaut, und ihr kriegt Untertanen, wenn ihr den Bauernhof ausbaut. Wenn ihr den Bauernhof zum Beispiel auf Ausbaustufe 2 ausbaut, dann habt ihr schon 19 von 40 und hier habt ihr dann 19 von 52. Aber die 19, die steigert sich dann wahrscheinlich auch um 12, weil ist, die 40 wird zu 52, dann wird die 19, glaube ich, dann auch, wenn es 12 steigert, zu 31. Ja, also das war es mal wieder von mir. Ja, dann ciao.